solche Streichelgehege, die funktionieren nur, wenn der Tiger, der Löwe auf den Menschen geprägt ist. Und das funktioniert wiederum nur, wenn man die Jungtiere relativ früh der Mutter wegnimmt. Hi, ich bin Tommy und ihr seid hier bei Follow Me Reports. Als ich letztens die Serie Tiger King durchgebinged habe, war ich schockiert, was mit den Tigern dort geschehen ist und wie gefährlich das für den Menschen ist. Denn was passiert mit den Tieren, wenn man als Privatperson sich nicht mehr um sie kümmern kann? Wohin gehen diese Großkatzen dann? Das erfahre ich heute von Astrid. Sie ist Tierpflegerin in einer Auffangstation für exotische Tiere. Und wir schalten Tierschutzexpertin Katharina mit dazu. Mit ihr möchte ich die rechtliche Grundlage klären. Ist es in Deutschland erlaubt, sich so eine Großkatze zu kaufen? Und wie teuer ist eigentlich so ein Tigerbaby? Und woher bekomme ich es? Hi Astrid, wie geht's dir? Grüß dich Tommy, mir geht's gut. Sag mir mal, wie ist eigentlich deine genaue Berufsbezeichnung? Ich bin gelernt und ausgebildete Zootierpflegerin. Hast du vorher dann in einem Zoo gearbeitet quasi? Ich habe im Tiergarten Nürnberg meine Ausbildung gemacht und habe dann auch bis Oktober 2018, bis ich ins Raubkatzenasyl nach Ansbach gegangen bin, dort gearbeitet. Was genau ist eine Auffangstation? Wie kann ich mir das vorstellen? Also eine Auffangstation ist im Prinzip eine Art Tierheim, nur eben für größere, exotischere Tiere. Wir nehmen also Wildtiere aus schlechtem oder illegalen Besitz auf, päppeln die, wenn nötig, auch auf und versuchen dann einfach, die tatsächlich weiter zu vermitteln. Welche Tiere leben jetzt zum Beispiel bei euch? Also wir haben im Moment jetzt 4 Tiger, 2 eurasische Luchse, ein Puma. Dann haben wir einen Serval, das ist das Tier, was am jüngsten bei uns ist. Der ist kurz vor Weihnachten gekommen. Dann haben wir einen Karakal, Wüstenluchs und 2 Füchse, Rot und Polar und einiges an Kleintieren. Um deine Schützlinge jetzt ein bisschen besser kennenzulernen, hast du ja deinen Arbeitsalltag mal gefilmt und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Das ist also das Innengehege von unseren Tigern. Das ist das Wohnzimmer von unserer Chiara. Guten Morgen, Chiara. Hier rechts haben wir den Usuri, der schon so schöne Töne von sich gibt zum frühen Morgen, ist der Boris. Morgen, Igor. Die Sabrina bereitet jetzt die Medikamentengabe für unseren Tiger Usuri vor. Der hat nämlich ein ziemliches Problem mit der Hüfte, eine angeborene Hüftfehlstellung. Jetzt ist es Zeit für unsere Tiger rauszugehen an die frische Luft. Das ist unsere Tiefkühlzelle. Da lagern wir unser sämtliches Fleisch bei minus 18 Grad. Zusätzlich zu unserem normalen Rindfleisch, das wir aus einem Schlachthof in der Nähe beziehen, füttern wir unsere Tiere auch noch mit Unfallwild. Dazu haben wir hier vor dem Tor unsere Wildtonne stehen. Heute haben wir jetzt schon eins bekommen. Quasi in der Früh schon ein Geschenk draußen in der Tonne. Für die Katzen machen wir das so, dass wir bei dem Reh Magen-Darm-Trakt entnehmen, weil Katzenartige es einfach nicht fressen. Und das ist tatsächlich ein sehr gutes und sehr wertvolles Futter für uns, weil das entgegen eben zu dem Rindfleisch aus dem Schlachthof ja alles noch hat, was so ein Tier auch in der Natur für den Tiger hätte. Bei Tiger King war zum Beispiel das Fleisch ja abgelaufen. Sicherlich, die ganzen Raubtiere, die würden nötigenfalls in der Natur auch Aas fressen, wenn sie nichts anderes haben. Aber wir sind eben nicht in der Natur. Wir halten die bei uns in den Gehegen und deshalb bin ich dann auch dafür verantwortlich, dass die das bestmöglichste Futter bekommen. Chiara ist mittlerweile 16 Jahre alt und kam 2006 hierher ins Asyl, zusammen mit ihren Eltern Angie und Tiger. Die 3 Tiger kamen aus einem osteuropäischen Zirkus zu uns. Der hatte in der Nähe von Frankfurt am Main Station. Leider waren die Geldprobleme in diesem Zirkus derartig immens, dass der Zirkus aufgelöst werden musste. Für die Tiger waren umliegenden Zoos leider kein Platz, sodass die 3 Tiger zu uns ins Raubkatzenasyl kamen. Was wir da jetzt gerade sehen, ist der Anfang von einem Tiertraining. Dann gibt's den Pfiff.
der dem Tier signalisiert, das hast du richtig gemacht, Übung ist beendet und dann gibt's das Leckerli. Ja, Usuri ist also ein Tier, wir wissen um seine Krankheit, das heißt, wir können uns auch drauf einstellen. Wir trainieren hier bei uns ja sowieso keine Zirkuskunststückchen ein, sondern wenn, dann dient das alles dem besseren Umgang mit den Tieren, der Entspannung zwischen Tiger und Pfleger. Ja, Kameras kennen unsere Tiere zwar, aber erstmal ist es natürlich gruselig. Das Ding riecht komisch und für die meisten Tiere sieht so eine Kameralinse tatsächlich auch aus wie einfach ein Auge. Wie würdest du einschätzen, wie gefährlich ist dein Job? Also das ist eigentlich so das Wichtigste, dass keine Routine einzieht, die einen dann fahrlässig werden lässt, weil das ist auch das, wo tatsächlich die meisten Unfälle in den zoologischen Anlagen passieren, dass die Kollegen meinen, ach, das war doch immer so und da muss ich jetzt nicht nochmal gucken und dann sind sie halt doch zum Beispiel mit dem Tiger im Gehege. Gibt es denn irgendwie die Situation, dass du mal mit einem Tiger im Gehege warst? Nein, das ist noch nie passiert und ich hoffe, das bleibt so. Okay, das heißt, so eine Situation soll auch gar nicht vorkommen? Nein. Weil die Tiere, die sind bei uns, die sind zwar in Menschenhand geboren und aufgewachsen, also die kennen den Menschen, aber die sind in keinster Weise zahm. Hier haben wir jetzt den zweiten Tigerjungen. Das machen wir auch regelmäßig, weil die Tiger dabei bei den Vorderpfoten die Krallen ausfahren. Und so können wir einfach mal in Natura kontrollieren, ob alle Krallen in Ordnung sind. Jetzt ist es 17.30 Uhr und meine Kollegin bringt jetzt das Futter, was wir heute Vormittag vorbereitet haben, in die Innengehege. Und da ist sie auch schon, unsere Chiara. Für Usuri, unseren etwas mäkeligen Tiger, gibt es also heute Hühnchen, weil das frisst er wirklich sehr gerne. Das sind die Tiere, die wir bei uns über Nacht einsperren müssen in die Innengehege, einfach weil unser Asyl in einem Dorf liegt, also in einem bewohnten Bezirk. Wenn wir am Spätnachmittagabend unseren Dienst beendet haben, verlassen wir das Grundstück und dann ist da keiner mehr und dann ist eben die Gefahr ja doch recht hoch, dass da irgendwelches Schindluder vielleicht getrieben wird. Gab es bei euch schon mal einen Einbruch? Wir haben ja, wie gesagt, Tiere, die zum Teil auch beschlagnahmt wurden von den Behörden und da muss man tatsächlich auch immer ein bisschen auf der Hut sein und da gab es wohl mal einen Fall, wo dann schon so dubiose Gestalten tagsüber ums Grundstück rumgeschlichen sind, wo man einfach auch so ein bisschen Sorge hatte, dass das vielleicht der ehemalige Besitzer ist. Wie die ganze rechtliche Lage aussieht, das frage ich unsere Expertin Katharina. Sie ist Tierschutzaktivistin bei Pro Wildlife. Hallo Katharina! Hallo! Was muss ich tun, wenn ich zum Beispiel einen Tiger kaufen möchte? Also für ungeschützte Arten ist es so, dass wir hier quasi gar keine Regelung haben, bundesweit. Bei geschützten Tieren ist es so, dass Tiere, die international durch das Washingtoner Artenschutzabkommen geschützt sind, die unterliegen in Deutschland einer Meldepflicht. Wie sind dann generell die Tiere, die ihr jetzt gerade da habt, zu euch gekommen? Die Tiger zum Beispiel, da sind 2006 drei Tiger zu uns gekommen, zwei weibliche, ein männlicher. Die kamen eben aus dem Zirkus zu uns. Die Mutter, die war schwanger, was damals keiner wusste, und hat dann ein paar Wochen später auf unserem Gelände dann nochmal drei Tiger zur Welt gebracht. Die restlichen Tiere sind alle mehr oder minder aus Privatbesitz zu uns gekommen. Und da eben zum Teil aus schlechter Haltung. Jetzt sind wir hier bei unserer Polarfuchsdame Finja. Die wurde auf dem Autobahnrastplatz verkauft, aus dem Kofferraum heraus. Schon als Fuchswelpe, nicht als Hundewelpe. Und eine Dame hat die Finja erworben und hat dann aber zu Hause recht schnell festgestellt, dass ein Fuchs doch nicht so das richtige Haustier für sie ist, für die Wohnung. Jetzt sind wir hier bei der Fütterung von unserem Puma-Weibchen Maika. Der Besitzer hat das Problem, dass das Gehege, was er für die Pumas gebaut hat, auf einem Grundstück stand, was er nur angemietet hat. Und irgendwann kam es zum Zerwürfnis mit dem Vermieter und er musste die Anlage mit seinen beiden Tieren verlassen. Da wir zum damaligen Zeitpunkt die entsprechenden Gehege freistehend hatten, haben wir ihm angeboten, die beiden Tiere bei uns unterzubringen. Hier haben wir jetzt unser Karakalweibchen, Kalaharia, unser Wüstenluchs. Sie ist ein Tier, die aus wirklich schlechter und illegaler Privathaltung zu uns kam. Das merkt man jetzt auch noch an ihrem Verhalten. Sie wurde aufgegriffen in München bei einer Razzia im Rotlichtmilieu. Mit ihr zusammen auch ein männlicher Karakal, der in einem derart schlechten gesundheitlichen Zustand war, dass der Tierarzt vor Ort ihn relativ direkt eingeschläfert hat.
Ja, du sagtest jetzt, dass einige Tiere sogar in sehr schlechten Zuständen sind. Wie kann ich mir das vorstellen? Was hatten die Tiere? Die wurden halt in kleinen Gitterkäfigen gehalten, abgemagert, schlecht Fellzustand. Und die Katze, die wir dann übernommen haben, die kam schon mit der Aussage zu uns, dass die auf dem rechten Auge blind ist. Das rührte wohl von einer Netzhautablösung. Da ist entweder wirklich eine schwerwiegende Verletzung, eine mechanische Einwirkung, die da zugrunde liegen muss, oder eben eine schwere Augeninfektion, die einfach nicht behandelt wurde. Wow. Also eine Katze musste eingeschläfert werden, die andere ist auf dem einen Auge blind und die sind abgemagert. Also mir wird unglaublich schlecht, wenn ich sowas höre. In welchen Zuständen die Tiere zu Astrid kommen, geht für mich gar nicht. Wenn man Tiere hält, dann macht man das doch, weil man sie liebt und weil man ein Herz für Tiere hat. Und wenn man sie so verkommen lässt, dann hat das für mich überhaupt nichts, ja, Menschenwürdiges, Tierwürdiges mehr. Das ist absolut abartig. Und wo kann man so ein Tier kaufen? Also das größte Problem dabei ist natürlich das Internet. Das heißt, hier kann eigentlich einfach jeder alles kaufen, was in einen Käfig oder in einen Glaskasten passt. Wir haben hier zum Beispiel eine Anzeige von einem Puma-Männchen. Hier steht lediglich, wann das Tier geboren wurde und der Preis von 1600 Euro. Auf dem Foto kann man auch ganz gut sehen, dass das Tier offensichtlich in einer Wohnung gehalten wird, was natürlich absolut nicht der artgerechten Haltung entspricht. Dann haben wir hier noch eine etwas ältere Anzeige, wo gezeigt wird, dass Löwenbabys angeboten werden zur Abholung in München. Da steht zwar dabei, dass alle Papiere vorhanden sind, aber auch hier ist keinerlei Information, um welche Papiere es sich genau handelt. Wie findest du es, wenn in Deutschland Großkatzen im Privatbesitz sind? Auch wenn ich die Menschen jetzt nicht kenne, die solche Tiere halten privat, aber ich sage denen doch immer eine gewisse narzisstische Neigung nach. Sie präsentieren sich ja auch gern damit, also keiner wird diese Tiere nur für sich halten, sondern jeder wird auch seine Freunde, seine Bekannte damit hinbringen und dem den Tiger oder dem Löwen oder weiß ich was zeigen. Habt ihr Haustiere? Wenn ja, was für welche? Schreibt sie gerne in die Kommentare. Ausgefallene Namen gerne nach vorne. Wie sieht es aus mit Streichelzoos, in denen Tigern sind? Was denkst du dazu? Solche Streichelgehege, die funktionieren nur, wenn der Tiger, der Löwe auf den Menschen geprägt ist. Und das funktioniert wiederum nur, wenn man die Jungtiere relativ früh der Mutter wegnimmt und sie eben per Hand mit der Flasche aufzieht. Und selbst das ist ab einem gewissen Alter, ab einer gewissen Gewichtsklasse von dem Tier trotzdem gefährlich für den Menschen. Bei Tiger King werden zum Beispiel Tiere, die zu alt sind und nicht mehr gestreichelt werden können, getötet. Wie sieht das hier in Deutschland aus? Also es ist so, dass man für Deutschland nicht genau sagen kann, ob das hier auch stattfindet. Letztes Jahr wurde ein Tigerschlachthaus in der Nähe von Prag gefunden, wo eben Tiger geschlachtet wurden, um dann die Felle, die Krallen, die Knochen zu verkaufen und damit nochmal Geld zu machen. Häufig geht es zum Beispiel dann in die traditionelle Medizin nach Asien, aber auch Felle sind leider sehr beliebt. Ich finde es so krass, weil in Deutschland wäre das so überhaupt nicht möglich, weil da gibt es eben nur im Prinzip drei Gründe, warum man ein Tier töten darf. Das ist einmal der gesundheitliche Aspekt, um dem Tier eben Leiden zu ersparen, und dann eben einmal als Futter für andere Tiere oder für den Menschen, oder eben der dritte Punkt wäre auch aus wissenschaftlichen Zwecken. Glaubst du, dass es in Deutschland auch möglich wäre, einen eigenen privaten Tigerzoo zu haben? Also ohne die nötige Ausbildung oder eben diesen Sachkundenachweis definitiv nicht. Als Privatmensch, du hast so unglaublich viele Auflagen zu erfüllen und hast quasi ständig auch jemanden wahrscheinlich zur Kontrolle auf der Matte stehen. Wir werden ja auch regelmäßig von Veterinäramt und Ordnungsamt kontrolliert. Also ja, ich kann mir das nicht vorstellen, dass man diesen Aufwand betreibt. Würdest du sagen, dass es in Deutschland auch einen Tiger King gibt? Also ich glaube tatsächlich, dass Joe Exotic schon einen Extremfall darstellt. Und in dieser Größenordnung wird es wahrscheinlich in Deutschland eher niemanden geben. Was war so die extremste Geschichte, die du selbst erlebt hast von einem Tier, die aus einem Privathaushalt kommt? Der Serval, der jetzt hier am kürzesten bei uns ist, der Bagheera. Also der wurde in einer Dreizimmerwohnung gehalten, ist aufs Katzenklo gegangen, hat zum Teil mit im Bett geschlafen mit seiner Besitzerin, zusammen mit einem Hauskatzenkater noch. Der wurde gezüchtet von einer Dame, die die Erlaubnis hatte, Serval zu halten. Allerdings mit einer ganz klaren Auflage, nur so und so viele Tiere und keine Zucht.
Jetzt hat sie bei dieser erlaubten Anzahl von Tieren allerdings männlich und weiblich natürlich zusammengepackt und diese Jungtiere hat sie dann aber gewinnbringend verkauft. Also das war ja dann auch nicht zu schade. Ich glaube 2.000 Euro hat da ein Tier gekostet. Wow. Und warum wurde der beschlagnahmt? Ist da irgendwas vorgefallen? Haben sich Nachbarn beschwert? Oder? Ich glaube, das war dann so, dass die Dame sich selber gemeldet hat beim zuständigen Amt, weil ihr das dann doch alles ein bisschen viel war. Triffst du die Menschen dann auch persönlich, wenn ihr so ein Tier abholt? Oder? Da ist dann die Besitzerin nochmal vorbeigekommen auf eigenen Wunsch. Die hat das auch vorher mit uns abgesprochen. In ihrem Fall war das so, dass sie das halt ganz schlimm fand, den Serval dann zu sehen, wie er bei uns lebt, nämlich in einem normalen Gehege. Sie fand das so schlimm, dass sie uns dann bei unserem eigenen Veterinäramt angezeigt hat. Daraufhin kam dann unser zuständiger Amtstierarzt nochmal vorbei und hat sich unsere Gegebenheiten angeguckt, aber für ihn war das alles vollkommen in Ordnung. Es hatte sich ja nichts geändert. Wow, alles klar. Boah. Astrid, ich danke dir. Das war wahnsinnig aufschlussreich und auch das mal freut deine mich. Sicht der Dinge zu sehen. Also das freut vielen, mich. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Sehr gerne. Dass es tatsächlich möglich ist, Großkatzen so falsch zu Hause zu halten und dass es Tiere gibt, die so darunter leiden, das habe ich erst heute erfahren und das hat mich wahnsinnig doll schockiert. Und deswegen finde ich es toll, dass es Menschen gibt wie Astrid und Katharina, die einfach daran arbeiten, dass es in Deutschland besser wird und dass es auch generell vielleicht irgendwann Gesetzesgebungen dafür geben wird. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Auch Hunde können wahnsinnig gefährlich sein. Was mit denen passiert, wenn sich die Besitzer nicht mehr um sie kümmern können, das hat Robin herausgefunden bei den Höllenhunden. Und auch unsere Kollegen von True Doku haben sich mal angeschaut, wie man sich eigentlich um Tiger kümmern sollte.